Im letzten Video, Gartenrundgang Ende Februar, habe ich ein bisschen viel gemeckert. Und zwar, weil wir Sturmschäden hatten, Hasenfraß an den Obstbäumen und. Aber jetzt geht's endlich bergauf. Gartenrundgang, 2 Wochen, nicht mal später. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Die Sonne scheint mir immer noch aus dem Gesicht, wie schon beim letzten Gartenrundgang. Aber jetzt geht's eigentlich nur bergauf, denn wir haben die Beete gefräst, sehr viele Obstbäume bestellt. Wir bekommen noch ein paar Heckenpflanzen. Und eigentlich geht es hier im Garten nur noch bergauf. Nachdem wir hier gefräst haben, die Hochbeete voll sind, die Gewächshäuser sind fertig und das Gartenhaus steht. Es ist echt einiges passiert. Das zeige ich euch mal heute im Gartenrundgang. Ja, es kann nur noch bergauf gehen. Ich hoffe, ihr seid auch so in Vorfreude auf die neue Gartensaison. Endlich gutes Wetter, man schafft was im Garten. Da freue ich mich natürlich sehr, euch heute schon wieder einen neuen Gartenrundgang zeigen zu können. Denn in den letzten 1-2 Wochen nicht mal sind schon wieder einige Dinge passiert. Und die zeige ich euch heute. Viel Spaß dabei und los geht's mit dem Video. Ein sehr spannendes Projekt, das sollen ja in diesem Jahr unsere 16 Hochbeete sein, denn wir haben hier 16 Hochbeete aufgestellt, alle gleich befüllt und die werden wir aber komplett unterschiedlich bepflanzen. Ein Hochbeet, eine Kultur, das heißt, wir haben insgesamt 16 verschiedene Kulturen, die wir in Hochbeeten anbauen werden und wir werden dann, ich sag mal so, ab April, Mai jeden Monat ein Hochbeet-Video machen. Die 16 Hochbeete im Mai, im April, im Juni und so weiter. Und da schauen wir uns mal alle 16 Kulturen im Hochbeet an. Finde ich sehr speziell, mag ich auch sehr gerne, freue ich mich richtig drauf. Denn der Anbau im Hochbeet ist nochmal um einiges anders. Hier könnten wir Glück haben, weil es auch so hoch ist, dass wir wenig Schnecken da drin haben. Und das bietet natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Wir haben hier Pferdemist drin, also eine super Grunddüngung. Und wenn ihr euch das hier mal anguckt, das ist echt, wie immer mein Arm, ich bin 1,90 Meter groß, habe einen sehr langen Arm. Der Durchmesser ist bestimmt über 1,20. Das heißt, wir haben hier ein großes Hochbeet, wir haben hier kleine Hochbeete. Hier passen dann vielleicht nur ja, 2, 3 kleine Erdbeerpflanzen rein. Hier aber dafür ein paar mehr, zum Beispiel Kürbisse. Und da bin ich sehr gespannt auf dieses Format. Ich hoffe, ihr auch. 16 Hochbeete. Ich denke mal, ab Anfang April werden wir die bepflanzen und dann nehme ich euch Monat für Monat mit durch meine Hochbeetprojekte und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das hier mit meinen Hochbeeten und meinem Garten weitergeht, dann abonniert mich gerne kostenlos. Es geht hier unter dem Video. Einfach auf Kanal abonnieren, Felix Hobbygarten abonnieren klicken. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir und das ist kostenlos. Freue ich mich sehr drüber, denn so unterstützt ihr mich am meisten. Jetzt schauen wir uns mal das frisch gefräste Beet an. Gestern, da habe ich hier meine Gemüsebeete gefräst. Ich bin mit der Fräse zweimal rübergegangen und dadurch haben wir auch die Beete ziemlich gerade gezogen. Man sieht das jetzt hier nicht, ich zeige euch das gleich mal von da vorne, aber die Beete sind dadurch nicht nur sehr sauber geworden, sondern auch noch sehr gerade. Wir haben hier immer wohl noch ein paar Dellen drin gehabt, aber diese richtigen Löcher, die wir da hatten, die haben wir nicht mehr drin. Durch die Fräse, am Ende hat die so eine kleine Klappe, wird das Ganze ziemlich gerade gezogen und man sieht es jetzt hier auch, der Pferdemist, den wir draufgeschmissen haben, der ist komplett eingearbeitet nach 2x Fräsen und der Boden oben schön fein und krümelig und echt sauber. Das ist der Vorteil daran, dass wir ja vorm Fräsen damals, vorm Beet anlegen, die Graskante abgeschoben haben, denn die haben wir jetzt nicht beim Fräsen immer wieder drin. Und so haben wir ein recht feines Beet mit einer guten Struktur. Da vorne, viele werden sich fragen, da war doch schon mal Knoblauch und Zwiebeln eingepflanzt. Ja, war es auch, aber ebenfalls wie bei den Obstbäumen hatten wir daran Hasenfraß. Und da haben wir uns gedacht, komm, fahren wir mit der Fräse gerade durch, säen wir nochmal neu. Knoblauch haben wir auch neu bestellt bei unserer Obstbaumbestellung mit. Schaut euch mal hier das Video an. Da haben wir uns neue Obstbäume bestellt. Online bei Garten Schlüter. Schaut mal einfach rein, wenn ihr euch für das Video mit den Obstbäumen bestellen interessiert. Und man muss ja einfach mal sagen, das Wetter wunderbar. Rasenpflege, das wird wohl das nächste große Ding sein, um das wir uns kümmern. Denn der Rasen hier ist durch Radladerspuren, Autospuren, Frässpuren
und so weiter sehr platt geworden. Da haben wir seit dem Umbautag nichts getan, außer den Rasen belastet. Den werden wir jetzt mal wieder was Gutes tun. Vielleicht werden wir lüften, vertikutieren, aber auf jeden Fall düngen und vielleicht auch was nachsäen, sodass der Rasen dann hier bald auch wieder grün aussieht. Hier jetzt noch mein Garten einmal aus einer anderen Perspektive. Da hinten haben wir die 16 Hochbeete. Hier der Gemüsegarten bzw. die Gemüsebeete. Und dann haben wir hier Glasgewächshaus, Folientunnel und normales Gewächshaus. Daneben haben wir jetzt auch nochmal mitgefräst. Manche von euch werden es sicherlich wissen, wir haben hier im Herbst schon mal Rasen eingesät. Das hat auch ganz gut geklappt. Sieht man hier an dieser Stelle noch, wo wir das nicht mit weggefräst haben. Hier zum Beispiel direkt am Gewächshaus. Da wir aber die Folie ja noch drauf gespannt haben und daneben das super uneben war, sind wir einfach nochmal gerade mit der Fräse drüber gegangen. Und da wir noch Rasensaat hatten, haben wir uns gedacht, säen wir den Rasen mal neu. Das heißt, wir gehen jetzt 2 Wochen nicht auf diese Fläche drauf und haben jetzt hier den neuen Rasen drin. Folientunnel, da ist auch nichts Besonderes passiert. Wir schauen mal einmal rein. Im Folientunnel, da stehen jetzt hier schon unsere ganzen Kisten mit den Pflanztöpfen in unterschiedlichen Größen bereit. Denn Ende März, also in gut 4 Wochen, werden wir auch hier mit der Anzucht starten. Und hier liegen noch die Gießkannen. Die kommen bald in die Gartenhütte, aber die müssen wir erst noch fertig machen. Und dann können wir da die Gartengeräte drin lagern. So, raus aus dem Folientunnel geht es hier ins Gewächshaus. Hier haben wir die Tür erstmal rausgelassen. Die ist uns nämlich bei jedem leichten Wind rausgeflogen. Vielleicht haben wir die auch gar nicht richtig zusammen gebaut, aber hier oben in der Schiene bei einem kleinen Windstoß war sie leider mal raus und dann war es für die Scheiben natürlich auch recht einfach, wenn der Wind hier reingeht, rauszufliegen. Die Scheiben, die haben wir jetzt übrigens mit Silikon punktiert. Hier kann man das nochmal ein bisschen besser sehen, da ist Silikon drauf. Schauen Sie es auch nochmal von hier an. Die sind wirklich gut verfugt, damit die Scheibe nicht beim nächsten Wind gleich wieder rausfliegt. Hier auch nochmal aus der Perspektive. So fliegen die Scheiben nicht so schnell raus. Silikon. Insgesamt habe ich gleich 4 oder 5 Tuben in die Fugen gekratzt. Und die halten uns jetzt dann die Glasscheiben bzw. die Hohlkammerschlägplatten im Gewächshaus. Ich liebe das Wetter. Ja, und hier haben wir auch einiges aufgeräumt. Wir haben hier das Wasserfass schon stehen. Direkt neben den 2 Weinpflanzen hier am Zaun. Vorm Staketenzaun auch hier Fraßspuren wie eigentlich überall an Tulpen und Narzissen, aber die kommen trotzdem sehr gut. Geht es dann hier weiter in der Streuobstwiese. Da ist noch nicht so viel passiert. Wir haben immer noch Hasenfraß. Schauen wir uns mal einmal an. Hier, der Baum wird aber wahrscheinlich überleben, denn wir sehen hier vorne schon eine kleine Knospe drauf und auch hier oben dicke Knospen, die noch aufgehen, also der wird wohl überleben. Außerdem haben wir im Garten gerade schon diese schönen Frühlingsblüher blühen. Haben wir immer zwischen den Beerensträuchern so kleine Kreisel gemacht und hier kommen schon die verschiedensten Frühlingsblüher. Hier zum Beispiel ein großer Kreis mit Hyazinthen. Hier kommen Tulpen. Und hier Narzissen. Jetzt warten wir auf unsere Obstbaumbestellung. Video verlinke ich euch nochmal hier oben rechts. Dann können wir unsere Obstbaumwiese hier vervollständigen und auch endlich die letzten Obstbäume pflanzen. Hier, schön in der Sonne, haben wir uns ein weiteres Wasserfass aufgestellt und eine schöne Sitzecke direkt an unserer Gartenhütte, aber die zeige ich euch jetzt mal genau. Ja, und das ist sie, unsere Gartenhütte, und zwar ist das eine Gartenhütte für 999 Euro. Die haben wir uns gekauft und es ist eigentlich Naturholz. Wir haben aber schon den ersten Anstrich der Holzlasur drauf. Wir haben uns dafür entschieden, es ist einfach ein Muss, damit die Gartenhütte langlebiger ist, sieht deutlich besser aus. Wie wir finden, dieses helle Holz ist zwar schön,
aber es ist einfach auf Dauer ein bisschen schöner, wenn die Gartenhütte dunkel ist. Diesen hellen Anstrich, den habe ich ja zu Hause in meiner Voliere. Und jetzt fürs Gartenhaus haben wir uns den dunklen Anstrich hier geholt. Von innen drin sieht die Gartenhütte so aus. Oben sind hier so Platten, relativ einfach. Da mussten wir nur die Dinger hier dran schrauben. Die Wände mussten wir nur hier verschrauben. Das war ziemlich einfach. Das waren nämlich fast alles einzelne Elemente. Das Teil war ein Element, die Türen waren Elemente dann daneben und die Wände waren immer ein Element. Das war recht einfach. Trotzdem hat dieser Bau der Gartenhütte mit 4 Personen einen ganzen Tag gedauert. Danke nochmal an dieser Stelle an Niklas, Miguel und den Vater von meiner Freundin. Wir haben das zu viert hier an einem Samstag aufgebaut und waren auch echt froh, dass es gut geklappt hat. Hier drunter, da ist noch so eine Art Teerpappe, die haben wir uns extra noch geholt, damit von unten keine Feuchtigkeit dran kann. Und das Fundament, das haben wir ja schon viel früher gebaut, das ist auf 1,5 Kubik weißen Sand sehr gerade gebaut, damit die Gartenhütte hier auch gut drauf steht. Der erste Anstrich, wie gesagt, ist dran. Wir machen jetzt bald den zweiten Anstrich. Auch oben ist so eine Art Teerpappe drauf, festgehammert mit ein paar dickköpfigen Nägeln. Und so sieht das Ganze dann aus. Einfach eine Gartenhütte für 999 Euro, wo wir unsere Gartengeräte unterstellen können. All das, was wir wollten. Und ich finde, mit der neuen Farbe sieht sie auch echt schick aus, oder? Was meint ihr? Sieht doch schick aus, die Gartenhütte, oder? Ja, und das war's dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Wie sieht es bei euch gerade im Garten aus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag, wie gewohnt, um 8:15 Uhr mit einem neuen Video hier bei Felix Hobbygarten.